Ja, hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit eurem Smartphone und so einem kleinen Adapter hier euer Auto hacken könnt, es kodieren könnt, wie man das Ganze nennt. Ihr könnt damit zusätzliche Funktionen freischalten, andere Funktionen abschalten und einfach das Auto personalisieren. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Brauchen wir jetzt, um das Auto zu kodieren. Ich nutze in diesem Video jetzt hier den V-Gate IK2 Wi-Fi Adapter. Das ist ein Stecker, wie ihr ihn vielleicht schon gesehen habt, für den OBD2 Steckplatz im Auto. Für den gibt es auch nochmal viele verschiedene Apps, mit denen ihr die Funktion hier nutzen könnt. Den steckt ihr einfach ins Auto an und verbindet euer Handy dann über WLAN mit diesem Stecker. Ja, von diesem Stecker gibt es viele verschiedene Varianten. Einmal die WLAN-Variante, die Bluetooth-Variante in verschiedenen Farben und so weiter. Den Stecker, den ich jetzt hier nutze, den habe ich in der Beschreibung verlinkt, falls ihr denselben kaufen wollt. Der kostet gerade einmal 19 Euro, was wirklich ein Top-Preis ist. Als nächstes benötigt ihr die App Bimmercode. Ich zeige sie euch jetzt hier auf dem iPhone. Ob es das Ganze auf Android gibt, weiß ich leider nicht. Funktioniert aber super auf dem iPhone. Ihr könnt euch hier die Version runterladen, könnt dann hier auf Demo-Modus klicken. Dann könnt ihr die App erstmal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Und um das Prinzip zu verstehen. Wenn ihr aber dann wirklich euer Auto kodieren wollt, müsst ihr das Kodier-Package kaufen. Das kostet einmalig 30 Euro in der App. Somit kommen wir auf einen Gesamtpreis von 50 Euro und ihr könnt damit so viele Autos kodieren, wie ihr wollt. Ihr könnt euer Auto mehrmals kodieren, viele verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene Autos kodieren und dafür würde ich mal sagen, ist der Preis wirklich top. Denn bei normalen Kodierern und so weiter kostet das 50 Euro, 80 Euro, manchmal sogar 100 Euro. Und das Auto wird einmal kodiert und dann müsst ihr mit der Kodierung leben. So, wenn ihr den Adapter und die App euch runtergeladen habt, müsst ihr den Adapter natürlich noch im Auto einstecken. Wie das Ganze funktioniert, ihr müsst den OBD2 Stecker finden. Bei den meisten Autos ist der auf der Fahrerseite links unten, wo die Ablagefläche ist für den Fuß. Dort drüber ist dann der Stecker, den müsst ihr dann richtig rum dort ranstecken. Und dann sitzt der Stecker auch schon, man sieht dann ein paar LEDs leuchten, dass das Ganze aktiv ist und dann seid ihr mit dem Stecker fertig und könnt zur App gehen. So, ich habe das Auto jetzt hier gestartet, heißt wir können jetzt in die Einstellungen gehen. Dort müssen wir dann nämlich das WLAN von dem Stecker auswählen. V-Link, dann sehen wir das auch schon, dann verbindet sich das iPhone mit dem Stecker. Wenn das passiert ist, können wir wieder zurück in die Bimmercode App gehen und drücken dann auf Verbinden. Dann verbindet sich das Handy mit dem Auto, liest die verschiedenen Steuergeräte aus und so weiter und zeigt uns dann benutzerfreundlich an die verschiedenen Steuergeräte und wir können dann auswählen, was wir eben kodieren wollen. Das dauert natürlich ein bisschen, ist je nach Auto unterschiedlich. Einfach abwarten. So, hier werden dann auch schon die verschiedenen Steuergeräte angezeigt, die wir in dem Auto hier haben, die gefunden wurden und wir können jetzt in jedes Steuergerät reingehen und verschiedene Funktionen umändern, einstellen, so wie wir das haben wollen. Ja, was können wir jetzt da zum Beispiel machen, beziehungsweise was habe ich schon geändert? Ich habe zum Beispiel geändert, dass man am Navi über USB Videos und Filme abspielen kann. Da kann ich jetzt einfach einen USB-Stick unten reinstecken und kann Filme gucken. Dann habe ich das eingestellt, dass das auch während der Fahrt funktioniert. Ist zwar nicht empfohlen, aber trotzdem habe ich das Ganze mal aktiviert. Des Weiteren habe ich den Gurtwarner ausgestellt auf der Beifahrerseite, denn ich habe öfter mal schwere Sachen auf dem Beifahrersitz stehen und das nervt einfach, wenn das Auto die ganze Zeit bimmelt und sagt, schnall dich an, obwohl da nur ein Rucksack sitzt. Dann habe ich eingestellt, dass beim Tagfahrlicht auch die Rückleuchten an sind, damit eben nicht nur vorne Licht an ist, sondern auch hinten. Das finde ich ist eine optische Sache, die ich ganz schön finde. Dann je nachdem, welche Ausstattung ihr habt, ich habe die Türgriffe auch beleuchtet. Ich habe das jetzt auch eingestellt, dass die Türgriffbeleuchtung angeht, wenn ich rückwärts fahre, damit eben der Weg noch mal ein bisschen mehr beleuchtet ist. Ist in der Nacht wirklich sehr, sehr nützlich. Was ich auch noch geändert habe, was ich sehr, sehr cool finde, den Startbildschirm am Navi und die Systemtöne bzw. die Hinweistöne im Auto habe ich auf die Rolls-Royce-Töne geändert. Also die Rolls-Royce Navi-Begrüßung habe ich eingestellt und die Hinweistöne von Rolls-Royce habe ich eingestellt. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Falls ihr es nicht wusstet, Rolls-Royce, Mini und so weiter gehört alles zu BMW dazu. Deswegen sind diese Funktionen auch hier vorhanden. Ich gehe jetzt mal hier in Head Unit rein. Dann wird das Steuergerät natürlich erstmal ausgelesen, bis man hier was einstellen kann. Dann haben wir hier auch alles sehr, sehr einfach dargestellt. Wenn wir hier in was reingehen wollen, hier zum Beispiel Startanimation, sehen wir Rolls-Royce. Wenn ich hier reingehe, haben wir sehr viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das ist alles sehr einfach gehalten. Wenn ihr aber schon Experte seid, dann habt ihr hier unten den Expertenmodus. Der richtet sich an fortgeschrittene Nutzer. Die sehen dann hier die ganzen Richtwerte, können das Ganze dann abändern,
wenn man was davon versteht. Ich bin nicht der Experte, deswegen nutze ich hier den normalen Modus. Ja, da können wir zum Beispiel die Startanimation ändern zu der Mini-Animation oder eben BMW M. Finde ich sehr, sehr cool. Was ich auch cool finde, es gibt auch die Alpina-Variante. Aber ich habe das jetzt hier auf BMW M geändert. Wir gehen wieder hier raus. Dann sehen wir hier Warntöne, ist auch Rolls-Royce eingestellt. Hier ändere ich das Ganze mal zu Mini. Also wer Mini kennt, wird die Geräusche gleich wiedererkennen. Und dann kann man hier eben noch sehr, sehr viele verschiedene Sachen einstellen. Oder wie schon vorher erwähnt, Video über USB, Video während der Fahrt und Videocodecs kann man hier alles einstellen. Wenn ihr jetzt hier alles eingestellt habt, was ihr einstellen wollt, dann geht ihr oben rechts auf Codieren. Und dann wird auch immer ein Backup erstellt, wie ihr hier sehen könnt. Also falls mal was schief geht, könnt ihr immer noch ein Backup wiederherstellen. Ja, wir gehen jetzt mal hier auf Codieren, drücken Codieren starten. Und dann wird das Auto auch schon gehackt und codiert, so wie wir das wollen. Das Navi startet dann auch ein paar Mal neu, wie wir sehen. Also es geht jetzt aus. Wir werden auch wahrscheinlich ein paar Fehlermeldungen oben angezeigt bekommen. Aber das ist ganz normal, denn die Steuergeräte werden jetzt neu eingespielt, neu gestartet. Deswegen kann das vorkommen, dass hier lauter Fehlermeldungen auftauchen. Auf dem Handy sehen wir auch schon Codierung abgeschlossen. Schauen wir mal genau. Das Navi zeigt jetzt hier die M-Animation an. Ja, wie ihr gesehen habt, die M-Animation ist gespeichert. Ich habe auch die Hinweistöne geändert zu den Minitönen und schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Minitöne hören. Das kenne ich doch aus dem Mini, den Ton. Was haben wir hier noch? Wir können das eben so einstellen, wie wir das haben wollen. Gucken wir mal, was hier bei Kombi-Instrument zum Einstellen gibt. Dann können wir zum Beispiel einstellen die Kraftstoffreichweite, wann die erste Warnung kommen soll, ob wir eine digitale Geschwindigkeit im Bordcomputer haben wollen, Verbrauchsanzeige, wie die Skala sein soll. Da kann ich jetzt zum Beispiel nicht viel einstellen. Wenn wir jetzt mal weiter hier gehen zu Body Domain Controller. Ja, wir sind jetzt hier im Body Domain Controller drin. Dort können wir zum Beispiel sehr, sehr viel über die Außenspiegel einstellen, die Nebelscheinwerfer, welcher Fahrmodus aktiviert sein soll, wenn wir das Auto starten. Ich habe jetzt hier bei mir beim i3 Eco Pro eingestellt, im energiesparenderen Modus als normal. Dann können wir einstellen, ob wir eine Komfortschließung haben wollen mit dem Schlüssel. Normalerweise muss man ja mit dem Schlüssel 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Spiegel zugehen und alle Fenster zugehen. Ich habe das eingestellt, dass das Ganze sofort funktioniert, wenn ich zusperre. Denn ich finde das sehr, sehr schön, wenn die Spiegel eingeklappt sind und alle Fenster zu sind, wenn ich mit dem Schlüssel absperre. Dann können wir noch verschiedene Temperaturen von der Sitzheizung einstellen, was ich jetzt nicht so wirklich für nötig empfinde. Dann können wir hier noch verschiedene Lampen einstellen, das Tagfahrlicht, Abblendlicht, dann die Blinker und so weiter, ob man LED hat, Halogen, Helligkeit und sowas. Wie man das eben möchte, kann man das Ganze problemlos hier einstellen. Dann kann man hier zum Beispiel einstellen, Motorstart ohne Bremse, Motorstart ohne Kupplung, also dass ihr ohne Bremse und ohne Kupplung den Motor mit dem Knopf einfach starten könnt. Dann seht ihr hier auch LEDs in den Türgriffen beim Rückwärtsfahren einschalten, finde ich eine sehr, sehr coole Sache, habe ich natürlich aktiviert. Dann könnt ihr hier noch einstellen, Regen- und Lichtsensor, die Empfindlichkeit. Ihr habt hier nirgendwo die Möglichkeit im Navi oder am Lenkrad einzustellen, wie empfindlich der Lichtsensor und der Regensensor ist. Das könnt ihr hier sehr, sehr gut einstellen. Den Wischerrhythmus einstellen, wie oft die Scheinwerferwaschanlage angehen soll. Ihr könnt einstellen, wie oft ihr blinken wollt, wenn ihr nur antippt. Normal ist ja 3-mal, man kann auch 5-mal oder 4-mal oder 7-mal einstellen. Also man kann wirklich sehr, sehr, sehr viel einstellen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben von dieser App. Ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze auch so nützlich seht wie ich, welche Funktion ihr am nützlichsten findet und welche ihr als allererstes ändern würdet. Ja, Freunde, kurz vorm Ende vom Video habe ich noch eine kleine coole Sache für euch. Und zwar habe ich mit dem Entwickler geschrieben von der Bimmercode-App. Das ist wirklich ein sehr, sehr freundlicher und der hat mir 3 Codes zur Verfügung gestellt. Für 3 Leute von euch, die können einen Code für die Bimmercode-App gewinnen. Hat einen Wert von 30 Euro, also könnt euch wirklich drauf freuen. Ich lege dann von mir persönlich aus noch einen V-Gate IK2 Wi-Fi Adapter oben drauf. Also können 3 Leute von euch im Gesamtwert von 50 Euro das Paket gewinnen. Adapter plus App, somit könnt ihr jeden BMW, den ihr zu Hause rumstehen habt, hacken, codieren und Zusatzfunktionen freischalten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Kanal hier abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben und einfach einen Kommentar schreiben, welchen BMW habt ihr und welche Funktion würdet ihr als erstes ändern. Das war's. Gewinnspiel läuft 2 Wochen. Die Gewinner benachrichtige ich dann mit dem Code und die müssen mir die Adresse schicken. Dann schicke ich den Adapter euch zu und dann könnt ihr auch schon loslegen mit dem Codieren. Wie bei jedem i3-Video beantworte ich jetzt die Kommentare aus dem letzten Video und fangen wir auch gleich mal an mit einem Kommentar von Cemil oder Cemil.
Hast du dir überlegt, mal den neuen i3 zu holen irgendwann mal? 2018 soll ja ein neuer i3 rauskommen mit einer noch größeren Akkukapazität und demnächst in den nächsten Jahren soll auch vielleicht ein i5 kommen oder ein i6, i7. Ich werde den i3 jetzt vielleicht 1 oder 2 Jahre fahren, um meine erste Erfahrung mit einem Elektroauto zu sammeln und am Ende entscheide ich dann, behalte ich das Auto, nehme ich einen neuen i3, nehme ich einen i5 oder nehme ich einen Tesla. Dann hat Sebastian gefragt, ob es eine generatorische energierückspeisende Bremsoption gibt. Die gibt es, ja, also wenn ihr mit dem i3 normal fahrt, mit dem Gaspedal, sobald ihr vom Gaspedal runtergeht, beginnt die Rekuperation von dem Auto und das Auto bremst sich selbstständig ab bis 0 km/h. Und die Energie, die ihr dadurch aufnimmt, speist dann nochmal zurück in den Akku. Also falls ihr viel bergab fährt, dann ladet ihr sozusagen den Akku auf und benutzt keine Kapazität. Dann fragt Christoph, wenn du das Auto über Nacht laden lässt an einer öffentlichen Station, wie kommst du dann nach Hause und wieder zurück? Zu Fuß? Ich habe das Glück, dass die nächste Ladestation hier ungefähr 2 Minuten zu Fuß von mir zu Hause entfernt ist. Also kann ich das Auto einfach über Nacht hinbringen, laufe diese 2 Minuten zurück und bin zu Hause. Wirklich top. Dann fragt BadX6, kann man, wenn man den Akku auf 0% gefahren hat, den Range Extender dafür nutzen, den Akku im Stand wieder etwas zu laden, um weiterfahren zu können? Also so wie du das geschrieben hast, funktioniert das nicht, denn der Range Extender funktioniert nur, wenn du das Fahrzeug bewegst, denn er lädt den Akku nicht auf, sondern er hält immer nur den Akkustand. Heißt, wenn der Range Extender bei 5% angeht oder 4%, 3%, niedriger geht es glaube ich gar nicht, also bei 3% oder 4% fängt er schon an zu arbeiten, dann versucht er möglichst schnell und möglichst gut diese 3 oder 4% zu halten und lädt den Akku nicht auf. Also wenn ihr stehen bleibt, geht der Generator wieder aus. Und ihr verbraucht ganz normal den normalen Akku. Dann fragt Sascha, wie viele Ladezyklen hält denn laut BMW so ein verbauter Akku, ehe er getauscht werden muss? Was kostet dann ein neuer inklusive Einbau? Bei BMW gibt es eine Akkugarantie von 8 Jahren. Wenn BMW feststellt, okay, der Akku ist nicht mehr ganz in Ordnung, der ist kaputt oder so, dann wechselt BMW auf Garantie den Akku aus, aber das ist bis jetzt noch sehr selten vorgekommen. Ich habe noch keinen Fall gesehen, dass BMW den Akku komplett tauschen musste bei einem Auto. Es gab aber mal die Möglichkeit, ich weiß es nicht mehr, ob es es immer noch gab, die Möglichkeit von meinem Modell den neueren Akku einzubauen, den größeren. Das kostet dann um die 8.000 €, aber der Preis sinkt natürlich mit den Akkupreisen weiter. Dann fragt LW13, nutzt du bei ChargeNow den Active oder den Flex-Tarif? Bei ChargeNow gibt es verschiedene Tarife. Einen, wenn ihr wirklich viel ChargeNow benutzt, dann zahlt ihr eben pro Monat etwas und habt dafür weniger Ladekosten. Ich benutze den Flex-Tarif, da ich wirklich ChargeNow sehr selten benutze, da ich immer nur meistens die kostenlosen Stationen nutze. Beim Flex-Tarif muss ich eben am Anfang eine Gebühr zahlen, habe dann dafür keine monatlichen Kosten, muss dann dafür aber ein paar Cent bei den Ladevorgängen mehr bezahlen. Die letzte Frage von Eiko: Kann man den i3 auch an einer Tesla Supercharger-Station laden? Das funktioniert leider nicht. Tesla Supercharger sind wirklich nur für Teslas geeignet. Ich weiß auch nicht, ob der Stecker passt, aber auch wenn der Stecker passt, die Supercharger kommunizieren mit dem Auto und wenn der BMW sagt, hey, ich bin BMW, dann sagt die Station natürlich, okay, dich lade ich nicht auf. Ich weiß auch nicht, ob der BMW die Leistung verträgt, die der Supercharger ausgibt. Also kann man nicht wissen, ob der Akku damit kaputt geht. Ja, das waren jetzt die Fragen aus dem letzten Video. Ich finde wirklich cool, dass ihr so viele Fragen stellt. Habt ihr weitere Fragen zum BMW i3, weitere Videowünsche? Ab in die Kommentare damit. Freunde, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie einfach es ist, ein Auto zu kodieren. Mit der Bimmercode-App auf dem iPhone ist das wirklich kinderkinderleicht. Zusammen liegen wir beim Preis bei 50 €, was kein schlecht investiertes Geld ist, denn ihr könnt das Ganze bei sehr, sehr vielen Autos machen. Ihr könnt das zum Beispiel bei dem Auto von euren Eltern machen, bei Kumpels, bei Freunden, Bekannten. Und es kostet nicht mehr. Und ihr könnt auch immer wieder Sachen verändern und Sachen wieder umändern, wenn es euch doch nicht gefällt. Wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ihr habt gesehen, wie kinderleicht das ist. Und die Funktionen sind auch wirklich in jedem BMW schon drin. Also es sind jetzt keine Funktionen, die extra aufgespielt werden, sondern die Funktionen sind in jedem BMW drin, sind nur nicht aktiviert vom BMW, da die es eben nicht wollten. Ja, mit dem Adapter könnt ihr auch andere Programme ausführen. Die zeigen euch dann zum Beispiel die Drehzahl aktuell an, die Geschwindigkeit, Öltemperatur, Wassertemperatur. Das funktioniert nicht nur bei BMW, sondern auch bei vielen, vielen anderen Autoherstellern. Aber diese Codier-App
BIMmer-Code und den Adapter habe ich eben euch jetzt nur bei BMW zeigen können, da diese App eben nur für BMWs geeignet ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!